Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Opa spielt Minecraft. Ich wünsche euch viel Spaß. Und insofern wird dann gesagt, wurde dann im Kommentar auch gesagt, das macht er ja durchaus. Natürlich macht er das mit Absicht, ist ja klar. So, mal gucken. Z, Zoom. Oh, da hinten ist noch, den habe ich gar nicht gesehen. Mal sehen, ob wir den von hier aus. Ei. Wo kommt ihr denn her? Ach, ihr habt gar keine. Ihr verbrennt ja nicht in der Sonne. Ja, stimmt, ja, genau. Mit denen muss man ja immer rechnen, eigentlich. Dass die so einen Mundgeruch haben. Wir sind ja hier in der Wüste, das vergesse ich ja jetzt immer wieder. In der Wüste ist ja jetzt, in diesen neuen Versionen hier, gibt es hier die Wüstenzombies. Und wenn die gespawnt sind, dann verschwinden die ja nicht am Tage. Da muss ich dran denken. Also heißt es noch besonders vorsichtig zu sein, nicht nur vor unseren Altbekannten. Wie heißen sie? Zombies? Creepern, so. Sondern auch vor den Wüstenzombies, die ja von der... Ey! Wo kommst du denn? Ja, spawnen die auch am Tage eigentlich, oder was? Was ist denn das hier? Oder seid ihr da hinten? Es ist ja wirklich... Also die Sandmine ist jetzt durchaus nicht ganz ungefährlich, ehrlich gesagt. Wegen dieser Monster. So, was haben wir hier noch? Immer noch Eisen. Okay, das können wir immer noch holen. Ja, das war jetzt natürlich sehr geschickt, was ich hier gemacht habe. Ich sollte die Fackeln hinten an die Wand anbappen. Dann kann ich sie mir nämlich gleich beim Abschlagen der... So, die müssen wir noch dran lassen. Beim Abschlagen der hintersten Wände da... hier muss noch einer hin. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ach so, liebe Leute, wir haben übrigens den 4. März. Ja, 0:03 Uhr ist es jetzt. 0:03 Uhr. So, was haben wir hier? Da. Da habe ich da dies richtig abgedämmt oder nicht? Das kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. So, wir haben 0:03 Uhr am 4. März 2017. Ich wollte eigentlich früher anfangen, aber da ist irgendein Problem aufgetreten mit meinem Headset. Das hat nicht aufgenommen. Da habe ich mir dann Treiber runtergeladen, den ich bisher nicht hatte und nicht brauchte. Aber dann brauchte ich ihn doch und jetzt geht es wieder. Warum auch immer. Ich hatte zwischendurch mal ein Headset und die Webcam zusammen aufgenommen. Also nicht das Webcam-Mikrofon, sondern Headset und Webcam. Und da ist das wahrscheinlich passiert. Dass er sich da irgendwie verschluckt hat oder was, keine Ahnung. Aber ist egal, es funktioniert jetzt wieder. Ich habe jetzt ein neues Einstellungsmenü, was ich vorher nicht hatte. Und ob es jetzt mehr oder weniger rauscht, weiß ich nicht. Ich glaube, es rauscht mehr als vorher, aber da muss ich halt dann nacharbeiten mit Audacity. Da muss man zwei, dreimal dann
den Rauschentferner drüber laufen lassen. Nicht nur ein, zweimal, sondern sogar dreimal, habe ich jetzt gemerkt. Und dann ist es aber auch alles weg. Zumindest was ich höre. Es gibt ja Leute, die hören noch mehr Rauschen als ich. Aber das ist auch ganz klar, weil nämlich das Ohr des Menschen ja nachlässt mit der Zeit, oder was heißt nachlässt, also es kann nicht mehr alles hören. Ja. Manche Leute werden dann total schwerhörig, das heißt, die hören dann gar nicht mehr, die brauchen dann so ein Hörrohr, da kann ich mich also noch schön ans Ohrensäuchtheater erinnern, wecke noch das Ohrensäuchtheater, das heißt, es gibt ja jetzt Ohrensäuchtheater auch noch aktuell natürlich Aufnahmen. Aber so früher mit Heidi Kabel und vor allen Dingen Henry Fahl. Henry Fahl war, oder Henry Wahl, wie auch immer man der ausgesprochen hat. Das war ein Schauspieler, sage ich mal so richtig. Das war ein Highlight. Oder wenn ihr mal irgendwie, gibt es ja bei YouTube natürlich inzwischen alles. Kann man sich alles angucken. Auch die alten Ohrensäuchtheater-Sachen. Da sucht man nach Henry Wahl. Der mit seinem Hamburger Dialekt oder Platt, der konnte natürlich auch richtig Plattdeutsch reden, aber für die Hochdeutschen wie mich, das heißt Hannover ist ja gar nicht so irrsinnig Hochdeutsch, aber irgendwie ja dann doch schon zumindest hochdeutscher als Hamburg, ne? Oh. Und der hat dann so ein bisschen so ein Missing, oder wie das heißt. Das ist so ein Mischmasch aus Platt und Hochdeutsch hat er gesprochen. Aber wenn ihr mal, sucht man nach Henry Fahl im, das ist sicherlich, also das war damals mein Lieblingsschauspieler und ich glaube, man kann sagen, dass der das eigentlich war, immer noch ist, war fast, ne? Allein aufgrund dessen, weil er halt so ein bisschen aufgrund seines Humors, den er da hatte. Ich weiß nicht, ob er in Wirklichkeit auch so humorvoll war und so viel gelacht hat, keine Ahnung. Meistens ist es ja so, dass die, oder oftmals ist es ja so, dass die Leute, die also auf der Bühne unheimlich lustig sind, ja in Wirklichkeit gar nicht so lustig sind. Ich glaube, Otto Walkes ist auch so ein Typ. Manche Leute, die man, wenn man die privat sieht, ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, irgendwelche Leute privat zu sehen, aus dem Funk und Fernsehen. Einmal, ja, aber das war, aber da hat man nur Hallo, guten Tag gesagt. Mehr nicht in einem Lift, aber ansonsten weiß ich nicht, ob die Leute, wenn sie, sagen wir mal, Komiker sind oder ob die dann auch in Wirklichkeit im Privatleben so sind, wie sie sich da geben. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kennt ja jemand von euch irgendwelche Leute privat, die einen auf Komiker machen im Fernsehen oder auf der Bühne oder was auch immer. Und vielleicht könnt ihr mal runterschreiben hier und das Video, ob die denn auch wirklich so lustig sind in Wirklichkeit. Ne? Also, es gibt etliche Komiker, die nicht lustig sind, aber andere natürlich, die dann auch extrem lustig sein können. Manche Leute, die dann gar nicht mehr aus ihrer Rolle rauskommen. Ja. Das gleiche ist ja auch so beim Let's Play. Also du kannst ja zum Beispiel, manche sind ja beim Let's Play, beim Kommentieren wirklich fürchterlich aufgedreht. Die würden im wirklichen Leben nie so reden. Oder vielleicht tun sie es ja doch inzwischen, weil sie halt gar nicht mehr anders können als so. Ja. Genauso wie bei Schauspielern. Oder Politiker, sag ich mal. Ne? Wenn Politiker irgendwas erzählen, die sind privat vielleicht ganz anders. Sie müssen beruflich halt oder
als Politiker beruflich, ist das ein Beruf? Ja, doch, ne, eigentlich schon. Müssen halt irgendwas vertreten und privat vertreten sie zwar nicht unbedingt was anderes, aber wenn man mit dem redet, kann man dann ganz natürlich sicherlich ganz normal erzählen und nicht, ne, also so irgendwie sich so dann nee, geben, wie man dann im Parlament ist. Im Parlament wird da aufeinander rumgehackt, zum Beispiel die SPD und CDU-Leute hacken vielleicht im Parlament aufeinander rum und dann nachher gehen sie dann ein Essen in der Kantine und spielen zusammen Fußball. Für die Leute zu Hause am Fernsehschirm sind sie natürlich vielleicht die politischen Gegner, aber privat kommen die vielleicht ganz gut miteinander aus. Ja, das ist also alles nur Show, was da im Bundestag ist, oder vielfach nur Show. So, jetzt werden wir mal schnell mal wieder ins Bett gehen. Wahrscheinlich sind wir wieder zu spät dran und irgendwo spawnen die Wüstenzombies. Muss beim nächsten Mal ein bisschen früher raus. Das war's für heute. Ich hoffe, ich sehe euch morgen in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bye bye, euer Norbert vom Kanal Opa spielt.